Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Tschüssi. Willkommen zu einem neuen Video hier bei Star Wars Battlefront 2. Mittlerweile beim fünften Part. Ich weiß noch nicht zu 100%, ob ich es wirklich zu Ende bringen will. Aber ich würde schon gerne eine komplette Serie draus machen. Aber mal sehen. Mal sehen. Je nachdem. Und ja, yeah, lass uns mit dem fünften Part anfangen. Yeah. Coruscant, Nightfall. War das nicht das mit dem, wo Anakin die ganzen Padawane ermordet hat? Nicht ganz sicher, aber ich glaube, da, wo er böse wurde. Glaube ich. Ja, und das ist die Map. Das ist definitiv die Map. Ich nehme übrigens dieses Mal den normalen Clone-Commander. Ah. Oh mein Gott, wir spielen die Bösen. Wir sind im Moment die Bösen. Ja, wir spielen die Bösen. Das habe ich vollkommen vergessen. Also, das da hinten, das müssen, ja, das sind die Guten. Wir haben uns jetzt der dunklen Seite angeschlossen. Oder hier sind die Jedi. Oh mein Gott, wir kämpfen gegen Jedi. Allerdings sind die halt nicht so gut, dass sie gegen uns standhalten können, weil wir Clone Troopers sind extrem schlaue Wesen. Wir wurden ja geklont. Kann man ja auch dazu sagen. Wir sind ja einfach nur ein Klon quasi. Blind diesen Bastard-Dämonen. Wir sind bösartig. Ich liebe es, bösartig zu sein. Deswegen mochte ich Lucius auch so. Weil man nicht immer gut, weil das nicht immer das Gute gewinnt. Es gibt auch das Böse, was gewinnt. Das finde ich auch gut. Übrigens, man erkennt Jedi eigentlich ganz gut an den. Ich will eine Granate werfen. An den grünen Laserschwertern. Oh mein Gott, wie stark wir sind. Episch. Ich will mich so überlegen. An einem Jedi. Oh, okay, ich nehme alles zurück. Sorry. Okay, wir müssen uns, ich glaube, ein bisschen beeilen, weil wir haben nur noch 27 Tropfen. Und ich habe jetzt auch diesen Schrot-Dings da genommen. Schrot-Playboy. Was auch immer. Weil, ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen besser. Ich muss das hier einnehmen. Bevor wir null sind. Na los. Hallo, kann mir jemand helfen? Oh, hi. Oh, wow. Ein Schuss, episch. Gott, ich liebe das Game. Ich glaube, ich sage das jedes Mal, aber ich mag es einfach so gerne. Ich glaube, man mag alle Spiele, die irgendwie die Kindheit irgendwie geprägt haben. Und bei mir hat es wirklich eine lange Zeit geprägt, denn dieses Spiel, ich habe es damals immer gespielt mit einem Kumpel. Immer. Go to the library. Es gibt nichts, was ich lieber tun würde, Baby. Ich will einfach Leute ermorden. Es gibt nichts, was irgendwie besser ist als etwas, was die Kindheit geprägt hat. Das ist bäh. Kann ich hier eigentlich durch? Ich glaube schon. Moment mal, ich muss immer mein Leben aufladen. Hab keine Ahnung, ob ich hier durch kann. Kann ich hier durch oder nicht? Nope, anscheinend nicht. Aber ich habe damals wirklich dieses Spiel immer mit einem Kumpel gezockt. Wirklich immer. Anscheinend kann ich da nicht durch, verdammt. Nee, ich muss hier durch anscheinend. Wir haben 49 Leute. Oben links, oben in der Mitte mehr so. Seht ihr, wie viele Leute wir noch haben. Was ist das hier? Keine Ahnung, was es ist. Ich glaube, Secondary oder so. Was kann man reparieren, glaube ich. Yay, man kann es reparieren. Cool. Oh, da kann man sich dann setzen. Wie episch. Das ist nice. Stop the destruction of the Jedi Holobooks. Oh, ich kenne die Mission. Ich weiß die noch. Oh nein, falsch geworfen. Verdammt. Ich will das C4 werfen. Werf das C4. Episch. Lass es explodieren. Ah, nee. Ach so. Nein, nein, nein. Ich darf es nicht zum Explodieren bringen, oder wie? Ich glaube, ich darf es nicht zum Explodieren bringen. Verdammt. Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Ich habe denen jetzt geholfen. Aber ich will böse sein. Ich will nicht den Guten helfen. Das ist langweilig. Die Guten sind langweilig. Holy shit, machen die einen Schaden, ne? Okay, wir müssen unbedingt schützen. Unbedingt verteidigen. Am einfachsten ist es natürlich, wenn wir nur eins verteidigen. Oh, das ist ein Teammate. Wir müssen es beschützen. Gott, ich komme hier durcheinander. Ich habe das noch so in Erinnerung, dass wir es nicht beschützen müssen. Das ist episch. Schaut euch das mal an. Oh mein Gott, jetzt sind wir in Third-Person-Modus. Also, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich glaube, dritte Perspektive. Hab voll vergessen, dass es auch geht. Ich hab's voll vergessen. Das ist viel geiler, finde ich. Okay, für 2 Minuten. Wo ist die Zeit? Wo wird die Zeit angezeigt? Von wo kommen die? Von da, ne? Okay. Gott, die opfern ihr Leben. Was für mutige Soldaten. Aber ich denke, dieses Mal wird es denen nichts bringen. Weil ich habe denen ja auch geholfen. Das war das Problem. Holy shit. Er hat mir gegeben. Der Bastard. Und dann bleibt er einfach stehen, lässig. Okay, ich habe den ermordet, den ich ermorden sollte. Und jetzt könnt ihr mich töten. Macht mit mir, was ihr wollt. Ihr seid sowieso überlegen. Hat er gut eingesehen. Okay, die Zeit seht ihr übrigens oben rechts. Die Kurve sieht man eigentlich kaum, eigentlich so total wenig. So. Wir müssen mindestens einer dieser Bücherregale beschützen. Sie sehen so, sieht so wie so ein elektrisierter Bücherregal aus.
Man kann übrigens auch so eine Dings da einnehmen. Auch cool. Aber finde ich jetzt nicht so toll. Ich habe keine Ahnung, wie man sich nochmal rollt. Müsste ich mal nochmal gucken. Ich guck mal. Okay, man rollt auf Alt. Das ist ziemlich wichtig zu wissen eigentlich. Sehr wichtig sogar. Ich lebe noch. Nein, ich lebe noch. Ich will nicht sterben. Komm her, du Bitch. Ich rolle die weg, Motherfucker. Oh, yeah. Was? Diese Mission ist so verdammt hart. Ich glaube, ich habe damals auch richtig auf die gefällt. Wow, wow. Ernsthaft? Shit. Sag mir bitte, ich kann wenigstens ihn, ja, ich kann wenigstens ihn nehmen. Das ist wenigstens ein bisschen gut. Okay, beeil dich. Wir müssen unbedingt alles beschützen. Der ist ein badass Motherfucker. Mit dem sollten wir eigentlich nicht failen. Und wenn doch, dann habe ich keine Ahnung. Wir sind mindestens ein. Ah, fuck. Ah, shit. Leute, wo seid ihr? Meine Leute helfen mir gar nicht. Die haben mich, die betrügen und belügen mich. Verdammt. Geh weg von dem. Ah, fuck. Es gibt wieder. Ah, da oben gibt es noch mehrere, ne? Wow. Das ist unmöglich, diese Mission. Shit. Wir haben verloren, bestimmt. Ja, natürlich. Oh, mein Gott. Wow. Diese Mission, die ist so hart. Genau wie viele andere Sachen. Oh mein Gott, diese Mission, die ist so übel. Ich versuche einfach nur dieses eine Bücherregal hier zu verteidigen. Viele hat das noch nicht mehr so viel. Da muss nur ein Jedi kommen und das ist weg. Ich versuche wirklich alles, um zu verteidigen. Ich rolle auch nicht mehr mittlerweile. Im Multiplayer-Modus ist es sehr wichtig. Hier kann man einfach springen, geht auch ganz gut. Außerdem, Alt ist mir ein bisschen zu kompliziert, das immer zu drücken. So weit weg von meinen Fingern. Nein, 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 nein. Holy shit. Oh Gott, das meine ich. Wir haben verloren, so gut wie. Wie soll ich das bitte 51 Sekunden noch halten? Das habe ich niemals. Niemals, ohne Scheiß. Eine Granate oder so. Wow, wow, wow. Gott, böse zu sein ist so richtig schwer. Das ist so, die Guten haben immer den größten Willen. Das ist, wieso haben die so einen Willen? Die haben doch eh verloren. Ich finde es bei Star Wars auch gut, dass nicht immer die Guten gewinnen. Verpiss dich, Alter. Von meinem Hollow-Book-Dings da. Bitch. Du auch. Ich kann mich nicht auf alles fokussieren, verdammt. Ah. Das ist so hart. Ich versuche es hier, aber die, guck mal, wie schnell die das zerstören. Holy fuck. Ja, wie ihr seht, man kann einfach ein bisschen zur Seite springen und so, aber... Verdammt. Da kommt einer von hinten und dann zerberstet er einen, das nervt. So, Motherfucker, ich glaube, da oben gibt's auch noch mehr, ne? Ah, ne, die kommen von oben alle. Ich sehe es. Ach, die kommen alle von oben. Ich sehe es gerade. Das ist episch. Die, wenn die alle von oben kommen. Ich hoffe, die kommen alle von oben. Wehe, von hinten kommt jetzt einer. Nee, die kommen alle von oben. Das ist nice. Lass mich raten, jetzt kommen auch noch welche von hinten. Bitte. Ich will die Mission endlich schaffen. Das Ding ist, es speichert die auch nicht hier oder sowas. Man muss immer wieder von neu anfangen. Immer wieder. Und das hat, da habe ich keine Lust mehr zu. Noch zwei haben wir dieses Mal. Das ist nice, wenn wir noch zwei haben. Oh, nice. Na, nein, oh nein! Kommt schon, Leute, bitte! Bitte! Oh nein, wir können hier spawnen. Oh mein Gott, das vereinfacht mir vieles. Habe ich nicht gesehen. Holy shit. Oh, badass, motherfucker! Diese Mission ist einfach so intensiv. Schon lange nicht mehr so eine Mission gemacht, wo die so intensiv war. Ich meine, es ist ja nice, dass wir hier alles erobern und so, aber... Das ist wieder der letzte Schrank. Und er ist fast wieder kaputt. Komm schon. Wie Sekunden noch? 23 Sekunden noch. Ich wette, die letzten Sekunden kommen wieder ein. Kommen wieder ein paar Dings da. Ein paar dieser Missgeburten. Von dem muss man sich auch in Acht nehmen. Eine Granate und das Ding ist weg. Wenn ich die wäre, würde ich einfach eine Granate werfen. Wo ist das Problem? Gott, ich habe Herzklopfen. Ich will die Mission schaffen. Wehe, die letzten Sekunden geht das Teil noch kaputt. Wehe. 4 Sekunden. Bitte. Bitte. Ja! Okay, es ist wieder eine dieser Missionen, wo wir wieder etwas hinbringen müssen. Übrigens, so wie wir jetzt aussehen, diese Art von Trooper würde es nur noch geben später. Also das ist... Die werden gar nicht mehr so blau aussehen, sondern nur noch so weiß. Ich fand sie eigentlich, als sie so blau noch aussahen, viel besser. Hallo? Ich fand die viel... Die sahen viel geiler aus. Ich finde diesen Clone... Dieser hier. Also der hier. Ich finde... Oh, du bist einer von mir, sorry. Sorry, Bruder. Ich finde die momentan nicht mehr so gut, leider. Aber ich mag den Stoßwindentypen. Ich mag seine Waffe mehr als jeder andere. Und die Tür hat sich hier geöffnet. Die war vorher nämlich nicht offen. Oh, verdammt.
Ich will Anakin haben. Anakin! Komm her. Oh, ich wollte einen C4 werfen. Das wäre der perfekte Ort. Shit. Ah, die verteidigen uns um alles in der Welt. Geh mal hier hin. Kann ich da irgendwie hoch? Irgendwie schneller hoch? Bestimmt, ne? Ja. Guck mal, der läuft da auch lang. Definitiv sogar. Ich muss in die Library. Stirb, Bitches! Und ich liebe es, die Jedi zu töten. Das macht so Spaß. Ich will mich einfach überlegen. Guck mal, der bleibt einfach stehen, lol. Okay, vielen Dank. Was soll ich dazu sagen? Außer danke, Bitch! Okay, wir haben unser Objective wieder. Das bedeutet, wir können es in Ruhe dorthin bringen. Guck mal, wie geschützt ich bin. Schaut euch mal die Anzahl meiner Männer an. Kommt schon, ihr seid unterlegen. Das Böse an die Macht. Ich hoffe, das Böse gewinnt. Gut, das Gute hat ja bei Star Wars irgendwann doch gewonnen, aber ich will, dass das Böse gewinnt. Das macht mehr Spaß, wenn das Böse gewinnt. Ich will lieber böse sein. Wenn ich mich entscheiden könnte, wo ich sein will, würde ich das Böse wählen. Sogar mit großer Wahrscheinlichkeit. Gott, das dauert hier so lange. Komm schon, lass mich Anakin Skywalker nehmen und jenen umbringen. Auch die kleinen Padawane und sowas. Ich will richtig böse werden. Fertig. Endlich. Oh ja. Oh mein Gott. Ich kann sogar Leute erwürgen. Schaut euch das mal an. Oh, das ist so Hammer. Oh mein Gott. Ich will ihn erwürgen. Ich will ihn erwürgen. Oh. Ich will dich töten. Übrigens, das Laserschwert unten links ist mein Leben. Je kleiner das Laserschwert wird, desto schlechter. Ja. Oh. Oh Gott, ich muss die... Ja. Lol. Hab ziemlich viel Schaden bekommen. Tatsächlich, lol. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, verdammt. Ich hab ziemlich viel Schaden genommen, wenn ich das so überlege. Verdammt, ich bin gleich tot. Ich will nicht tot sein. Ich will überleben. Ne, ernsthaft. Ich habe echt viel Schaden erlitten. Also viel mehr, als ich erwartet hätte. Steigt das auch wieder? Ne. Ich glaube, das steigt nicht. Zum Glück kann ich die Macht einsetzen. Wieso kann ich das nicht so lange einsetzen? Okay. Lass es uns beenden. Okay, lass es uns so beenden, meinetwegen. Verdammt! Okay, das Gute ist, wir müssen nur noch zwei ermorden, dann haben wir es geschafft. Ich bin echt schlecht mit den Jedis. Vielleicht hätte ich mich öfter verteidigen sollen. Keine Ahnung, wie ich gegen Jedis kämpfen soll. Das ist so schwer. Und so hart. Aber ich finde es richtig gut, dass wir mal böse sind. Das macht alles viel besser. Gott, die können sogar den hier. Die sind wirklich viel besser als... Wow! Die haben uns geowned. Oh, ne, das ist alles anders episch. Ich würde schon sagen episch. Was ist dann bitte episch? Wir sie töten, die Bastarde. Komm her. Das ist richtig, Bitch. Oh! Dieser verdammte Schwertwurf. Ich will das beenden, dieses verdammte Level. Ich spiele schon so lange. Ich hab so oft neu starten müssen, weil ich dieses Level nicht hinbekommen habe. Das ist echt ein hartes Level. Aber ich finde es gut, wenn nicht alles super, so einfach ist irgendwie. Finde ich echt gut. Gott, die setzen voll die Tricks ein. Hier lohnt sich die Rolle auch. Ja, extrem lohnt sie sich. Dieser Motherfucker. Oh mein Gott, wir haben nur noch 7 Leute. Verdammt. Bitte. Nur noch 5 Leute, ich muss den Motherfucker killen. Komm schon. Töte ihn. Töte ihn. Gott, er ist so dumm. Bitte bestraf ihn doch für seine Dummheit. 4 Stück nur noch. Wenn ich ihn jetzt nicht töte, dann ist vorbei. Sag mir bitte, ich habe ihn getötet. Nein, habe ich nicht. Ich glaube, wir haben verloren, oder? Bitte sag mir nicht ja, sonst weine ich. Und das, ich mache keine Witze, ich weine wirklich. Oh mein Gott. Wow, diese Mission ist so dämlich random. Weil normalerweise schaffe ich es immer nur ganz knapp mit einem Schrank so. Und auf einmal sind 4 Schränke übrig. So komisch irgendwie. Das ist so Zufall, habe ich das Gefühl, ob man das schafft oder nicht. Ja, jetzt geht langsam... Guck mal, gar nichts kaputt. Geschafft, lol. Oh mein Gott, er hat den besten Schuss der Welt abgewehrt. Okay, das ist doch nicht so stark. Ich dachte, wenn ich die Raketenwerfer nehme, kann ich sie zum Explodieren bringen. Aber die können auch die Raketenwerferschüsse abwehren. Gott, so ein Laserschwert ist extrem OP. So, was will ich zu Weihnachten haben? Ich sag's meiner Ma. Ma, hast du gehört? Lol, die stehen einfach wie Dullis, Alter. What the fuck? Wieso stehen die da? Hallo? Wollte ich es mir extra einfach machen, oder was? Lol. Nein, lass mich nachladen. Oh, fuck! Gott, ich hasse diese Welt. Ich glaube, es gibt keine andere Welt, wo ich so faile wie hier. Außerdem will ich meine Granaten lieber nehmen. Meine Granaten sind badass. Muss ich öfter einsetzen, die Granaten. So viele Leute hier. Und ich bin der, der das abholen muss. Ist klar. Natürlich. Oh, Granate, Bitch. Ja, tut er jeden. Gott, ich hoffe, ich schaffe dieses Level, die ganze Zeit jetzt langsam, weil...
Ich hab, damals hat mich auch, ich glaube, 2 Stunden lang gedauert oder sowas, bis ich es endlich geschafft habe. Dauert Ewigkeiten, das kann ich euch sagen. Komm schon, Granaten. Ah, fuck. Okay, nicht so schlimm. Hab versucht, das Beste rauszuholen, was geht. Mehr konnte ich nicht tun. Sorry, Team. Macht alleine ohne mich weiter. Ich bin mir sicher, dass ihr alle sterben werdet. Gott, ich hasse es, gegen die Guten zu kämpfen. Das ist so schwer. Es ist so, als würde irgendwas diese guten Leute beschützen. Wieso? Das Böse soll gewinnen. Ist doch viel schöner. Ich will böse sein. Es macht viel mehr Spaß. Ich will jeden töten. So spaßig, Alter. Würdet ihr lieber auf die gute Seite kommen oder auf die schlechte? Weil ich würde auf jeden Fall auf die böse Seite kommen. Auf jeden Fall. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Definitiv. Ohne Zweifel. Endlich. Ah, okay, ich muss das öfter einsetzen, glaube ich. Den Schwertwurf. Ja. Ich muss öfter den ja, oh, deswegen. Das war das Problem. Ja, oh mein Gott. Ich muss öfter den Schwertwurf einsetzen. Das ist der übelste Schwertwurf, Alter. Wieso ist das Ziel hier schon wieder? Achso, wir müssen wieder was transportieren, ne? Ah, ich merke schon. Ah, verdammt. Ich töte meine eigenen Männer, aber mir kann das ja egal sein. Weil bei den Bösen ist es so, dass es ist eigentlich egal, wen ihr tötet. Hauptsache, ihr tötet jemanden. Das ist das Coole bei den Bösen. Oh, nice. Vielen Dank. Wir überleben sogar. Episch. Und jetzt bringen wir das Teil zurück nach Hause. Da, wo es hingehört. Die haben sogar noch genug Leben. Das ist cool. Excellent progress. Okay, wir müssen jetzt diese 3 letzten hier, die Meister dort töten. Sie sind Missgeboten. Ich kann die nicht leiden. Wieso können die dasselbe wie ich? Will ich töten, Bitch? Geht doch, Alter. Endlich. Gott, diese Mission ist so einfach mit Jedi Ritter. Ist unglaublich, wie einfach sie eigentlich ist. Oh Gott, ist so einfach. Aber die Mission ist so random, finde ich. Ich hasse solche Missionen. Mehr, Bitch. Hör auf, Darth Vader anzugreifen, Alter. Digga, er kickt dein Ass, Alter. Also überleg dir lieber 2-mal, wenn du angreifst, Bitch. Was für Schlampen. Lass mich lieber die Jedi hier killen. Kannst du nicht abwehren, ne, Bitch? Oh mein Gott. Aufpassen, er kann dasselbe wie ich. Oh Gott, ich liebe es zu kämpfen. Macht so einen Spaß. Oh, stirb, Motherfucker. Geht doch. Nur noch ein letzter. Die töten auch immer so. Die sterben auch immer so langsam. Will ich töten! Endlich! Oh, töte jeden! Mm. Ja! Ja! Mm. 50 Minuten! Rekord! Im Schlechtsein, oh mein Gott! Oh, Luft! Oh ja! Es ist so gut! Dass die Bösen an die Macht kommen. With the fall of Coruscant and the illumination of the traitorous Jedi, Palpatine's rise to power was complete. In recognition of our service and loyalty to the Emperor, the 501st were placed under the direct command of Lord Vader. Armed with deadly new weapons, blazing new ships and shiny new armor, our presence let the galaxy know that the days of the old Republic were well and truly over. We were establishing a new era. An era of order and peace. Und ich glaube, ab jetzt fängt es an, Star Wars Episode 4 zu werden. Ab jetzt fängt es an. Deswegen, ich verstehe, Star Wars Battlefront 2 ist Episode 3 bis 6. Und Star Wars Battlefront 1 ist Episode 1 bis 2, glaube ich. So, glaube ich, war das. Keine Ahnung, irgendwie so. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Star Wars. Ne, ich muss die Musik haben, um das zu beenden. Okay, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß nicht genau, wo es jetzt weitergeht. Aber vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge. Es war wirklich eine lange Folge. Es war wirklich so richtig schwer. Ich faile immer bei dieser Mission, immer wenn ich das Spiel spiele. Hab's letztens, ich glaube, vor 4 Jahren oder sowas gespielt. Und ich kann mich genau an diese Mission erinnern. Die war so verdammt schwer, dass ich sie einfach nicht hinbekommen habe. Und das die ganze Zeit nicht, weil es so random war. Vor allem diese Bibliothek dort. Hat mich so aufgeregt. Und immer bin ich dort gefailt. Und zum Schluss habe ich es dann doch mit 4 Bücherregalen. Total random. Aber okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Zeig, wie badass du bist und like dieses Video. Abonniere jetzt meinen Kanal, um deine Potenzfähigkeit zu bestätigen. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Und dann sage ich wie immer nur noch 3, 2, 1. Ich will erleben. Da wird es auch irgendwie stickig und sowas. Aber das will man nicht. Da fühlt man sich unwohl, dann räumt man dann doch auf. Aber das kommt irgendwann mit der Zeit. Ich bin